meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Und heute bin ich mal nicht alleine, sondern ich habe einen ganz spannenden Gast mitgebracht. Gudrun habe ich. Gudrun und ich, wir kennen uns schon wie lange? 10 Jahre. 10 Jahre, obwohl wir haben uns nicht so oft gesehen in den 10 Jahren. Ich habe Gudrun jetzt wieder entdeckt als Führungskräfte-Expertin. Und wenn einer wirklich da so richtig tief drin ist und das jahrelang macht, und ich habe ja vor ein paar Tagen auch einen Podcast gemacht, was ist der Unterschied zwischen einem Coach, einem Berater und einem Mentor? Und wenn einer mal einen richtig waschechten Coach haben will, dann ist er bei Gudrun echt gut aufgehoben. Wir haben uns gerade schon unterhalten und wir kamen aus dem Quatschen überhaupt nicht mehr raus, weil ich das so aufsauge, was sie erzählt. Also sie ist wirklich für mich... Ich bin ja auch schon lange im Business, also wirklich eine der ganz, ganz wenigen, die so richtig Ahnung haben und die wissen, wovon sie sprechen. Ja, Gudrun, jetzt habe ich meine Sicht erzählt. Erzähl doch mal selber so ein bisschen unseren Zuhörern oder Zuschauern, weil dieser Podcast wird doch auf YouTube ausgestrahlt. Also wenn ihr uns sehen möchtet, schaltet den YouTube-Kanal ein. Liebe Gudrun, erzähl doch mal ein bisschen was so von deinem Werdegang. Wie bist du zum Coach gerade für die oberste Top-Führungsebene geworden? Also ich bin nicht als Coach auf die Welt gekommen. Ich glaube, das ist so ganz wichtig. Ich mache das, was ich jetzt mache, mache ich jetzt seit 22 Jahren. Aber meine Anfänge waren ganz, ganz anders. Ich bin vom Studium her bin ich Diplombiologin. Warum? Weil ich unbedingt wissen wollte, wie das Leben funktioniert. Wie geht es? Wie reguliert sich das? Wie steuert das? Und als ich mit dem Studium fertig war und meinen ersten Job gesucht hatte, sagte mein zukünftiger Arbeitgeber, super, dich hätten wir gerne, und zwar als Führungskraft. Wow. Und ich fand das gar nicht so schön. Also ich habe meinen potenziellen Arbeitgeber versucht zu überreden und habe versucht, ihm deutlich zu machen, dass ich von meinem Fachlichen, sprich von Biologie, ein bisschen Ahnung habe, aber für Führung habe ich wirklich gar keinen Plan. Aber der hat das in dir gesehen. Der wollte mich haben und sagte dann, das bringen wir dir bei. Und ich hatte unheimlich viel Manschetten, also wir haben ja vorhin schon gesprochen, mit hohen Ansprüchen, hohe Ansprüche an mich und auch einen guten Job machen. Und ich bin dann, glaube ich, 2 Monate nach meinem ersten Start dort, habe ich angefangen, Seminare zu besuchen zum Thema Führung, Führen, Entwickeln, wie andere Leute ins Kino gingen. Und einfach, weil ich das von der Pike auf lernen wollte, und ich glaube, ich habe so ziemlich alles durchgemacht, was eine normale Führungskraft auch durchmacht. Total tolles Seminar, ich war begeistert, aber wie setzt man das um? Oder ich kam dann montags in die Firma und meine Mitarbeiter verdrehten schon die Augen und dachten, was hat sie heute wieder mit uns? Was probierst du heute wieder mit uns aus? Also ich glaube, all diese Themen, die eben so eine normale Führungskraft hat, die hatte ich eben auch. Und ich habe ganz so viel ausprobiert und kam irgendwann an den Punkt, dass ich das alles ein bisschen uneffektiv fand. Und ich habe ein echtes Vorbild gesucht. Und ich hatte dann ich wollte nicht noch mehr Theorie, weil ich so merkte, Management-Theorie gibt es ja so wahnsinnig viel und es gibt selbsternannte und auch wirklich gute Leute. Aber ich brauchte ein Vorbild, und zwar ein glaubwürdiges Vorbild, von dem die das irgendwie alle meine Themen schon kannten und irgendwie über einen längeren Zeitraum positiv erfolgreich gemeistert hatten. Und da habe ich mich wieder an meine Studienzeiten erinnert und habe gesagt, tschu, das erfolgreichste Unternehmen der Welt ist die Natur. Die hat in Milliarden von Jahren das stimmt, ja, nicht viel überlebt. Pleite gemacht und hat eigentlich auch permanent diese Situationen. Also, da kommt eine Situation, mit der hast du nicht gerechnet, du musst lernen, damit umzugehen. Du musst cooler Vergleich, finden. Ja. Und ich selber habe Diplomarbeit geschrieben über Wurzelraumanlagen, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Also letztendlich ist es ein System, was von Ingenieuren gebaut wurde, da kommt dreckiges Wasser rein und hinten kommt sauberes Wasser raus. Und ich hatte damals die Ingenieure gefragt, sag mal, wie funktioniert das? Klassische Ingenieursantwort, wieso? Vorne dreckig. Hinten sauber, funktioniert, was willst du wissen? Und da habe ich gedacht, da ist so mein Forschergeist und da wollte ich wissen, wie funktioniert das? Und ich komme gleich wieder zum Thema Führung, weil ich festgestellt habe, das ist ein komplexes System, so eine Wurzelraumanlage besteht aus Pflanzen, aus Boden, aus Wasser, aus 20.000 Arten von Mikroorganismen, und wenn vorne ein
aus unserer Sicht giftiges Abwasser reinkommt, aber für die Natur tolle Nahrungsquelle, habe ich festgestellt, es dauert maximal 5 Tage, bis sich das ganze System darauf angepasst hat und anfängt, das abzubauen, daran rumzuknabbern oder auf gut Deutsch Lösungen zu finden. Und hinten kommt was Saures raus. Da habe ich so, das ist ja eigentlich, heute nennt man das Prinzip Selbstorganisation, Arbeitsteilung, wer ist verantwortlich für was, keine Schuldzuweisung, sondern Lösungen suchen, das Problem erstmal parken, aber eben auch schauen, wie kriege ich die Kuh vom Eis. All das, was wir aus der Managementliteratur kennen, war da, konnte ich live sehen. Mhm. Und ich war total begeistert. Und dachte, geil. Ist ja so ähnlich wie bei uns Menschen, ne? Absolut. Aber der Körper regeneriert sich ja auch selber. Und wenn wir nicht arg zu viele, ich sag mal, schlechte Dinge konsumieren oder tun, bleiben wir auch sehr lange gesund oder werden wir schnell wieder gesund. Ne? So, und jetzt die Brücke zum Fühlen. Also als ich so frustriert war und Vorbilder gesucht habe, habe ich gesagt, könnte ich nicht die Prinzipien, die ich da kennengelernt habe, auf meinen Führungsalltag, sprich auf meine Mitarbeiter übertragen? Das war mir so peinlich, darüber zu reden, dass ich gesagt habe, ich erzähle erstmal keinen davon, aber mach das einfach. Und siehe da, es funktionierte viel leichter. Wir haben also als Team Spaß gehabt, wir haben unsere Ergebnisse erreicht und zwar miteinander. Und ich weiß noch, als ich in dem Unternehmen aufhörte, stand im Arbeitszeugnis, Frau Happig hat einen sehr ungewöhnlichen Führungsstil, die führt ausschließlich stärkenorientiert. Also das war irgendwie Anfang der 90er. Okay, das klingt ja gar nicht so positiv. Also die konnten damit noch nichts anfangen. Heute ist es normal. Okay. Ne? So, lange Rede, kurzer Sinn, dann ging dann schnell die Karriereleiter hoch. Mit 30, glaube ich, war ich als Mitglied der Geschäftsleitung für ungefähr 1000 Mitarbeiter im Raum Dach zuständig, sehr viel mit Remote oder virtuellen Führen. Das klappte auch ziemlich gut. Also natürlich gab es da auch Schwierigkeiten, aber klappte eigentlich ziemlich gut. Und ich habe dann überlegt, naja, was ist so der nächste Karriereschritt? Und damals war das so, dass mich viele Leute fragten, sag mal, wenn du da oben an der Spitze bist, dann kannst du ja nicht mehr ehrlich sein. Ne? Da musst du ja lügen. Mhm. Da habe ich gesagt, nö, habe ich andere Erfahrungen gemacht. Naja, und wenn du da oben an der Spitze bist, dann musst du dich ja verbiegen. Nö, habe ich andere Erfahrungen gemacht. Also kriegte ich so verschiedene Vorurteile und ich machte immer wieder die Erfahrung, dass ich einen anderen Weg gefunden hatte, damit umzugehen. Und damals habe ich gesagt, habe ich unheimlich Lust entwickelt zu sagen, Leute, die für die Leistung positiv besetzt ist, es ist ja bei dir auch, du willst ja auch was bewegen, ne? Und die gemeinsam mit Mitarbeitern ein Unternehmen nach vorne bringen wollen, ohne sich zu verbiegen und ohne ein anderer werden zu müssen und überhaupt nicht wissen, wie das geht, die begleite ich sehr gerne. So ist die Idee geboren und von Anfang an habe ich gesagt, ich mache das, so dass es wirklich wirkt und zwar prozessorientiert, individuell und das nennt man dann Coaching. Mhm. Damals nannte man das, glaube ich, noch gar nicht Coaching, aber das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt, ganz viele Ausbildungen dazu und Kurzfassung, das mache ich seit 22 Jahren. Wahnsinn. Erst in Berlin, mittlerweile in, so haben wir uns auch kennengelernt. Obwohl, ich habe mein Coaching auch seit mehr über 20 Jahren gemacht oder vor mehr als 20 Jahren gemacht. Da war das auch damals noch so ein bisschen, ach, da ist irgendwas mit dem nicht in Ordnung. Genau, und ne? Heute ist ja hip, ne? Jeder, der was auf sich hält, der hat seinen eigenen Coach, mindestens einen. Richtig, ne? Und es ist so, und dann so, warum, du hast vorhin eingangs gefragt, ja, warum machst du überwiegend die obersten Ebenen? Also ich sag mal, im Grunde mache ich mein Lieblingsmenschentyp, von dem ich dir vorhin erzählt habe, der Leistung positiv besetzt ist. Das ist sogar so eine Art Kundenavatar, ne? Ja, absolut. Und das sind oft sehr, sehr ehrliche und sehr offene Menschen. Mhm. Und da ist mir, und die unterstütze ich sehr gern, und mir ist in der Vergangenheit häufiger aufgefallen, mit dem Moment, wo die an die Spitze kommen, wird es für die schwierig. Weil die an der Spitze, da kommen wir bestimmt auch gleich drauf, geht es dann los, da ist schon eine andere Welt, das sagt denn noch keiner. Und wenn ich darauf nicht vorbereitet bin
und ich nenne das mal, ich rutsche dann auf dem politischen Parkett. Ja, oder ich bin nicht stabil genug. Oder ich bin nicht stabil genug und keiner redet mit mehr Klartext. Dann, oder da tummeln sich ja auch ganz viel. Du bist ja auch ganz alleine da oben, ne? Ja, du bist ja ganz alleine. Austausch und nichts. So, und dann da habe ich gesagt, hey, meine Herzchens, ne, sozusagen, die was bewegen wollen und die ehrlich mit Engagement durchs Leben gehen, die möchte ich richtig unterstützen, dass die sich besonders an der Spitze, wenn die was bewegen wollen, dass sie stabil sind, dass die was bewegen können und dass wir vielleicht insgesamt die Welt ein bisschen besser machen. So, jetzt ist jetzt mein Traum. Wir haben ja vorhin überlegt, was sind die Themen, worüber wir sprechen können. Ja. Und ich kann dich ja, Gudrun, wegen allen Führungsthemen ansprechen. Ich weiß, du gibst überall gigantische Antworten, wo selbst ich, wo ich auch wirklich schon lange im Geschäft bin, sage, wow, also richtig cool. Ich habe ein Thema, das immer wieder aufkommt bei uns, weil wir vermitteln ja auch sehr viele Führungskräfte in Unternehmen. Und wie sollte sich eine Führungskraft, sagen wir mal so diese berühmten 100 Tage, in den ersten 100 Tagen verhalten? Wie sollte die Führungskraft, sagen wir mal, auftreten? Zu forsch oder eher zurückhaltend? Was sollte in den ersten 100 Tagen rauskommen? Also diese Themen würde ich ganz gerne mal mit dir diskutieren. Und ja, ich finde es auch ganz cool, wenn wir diese Themen auch mal, sagen wir mal, richtig offen ansprechen, ne? Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen und auch mal beide Seiten beleuchten, die Erwartungshaltung vom Unternehmen, von den Mitarbeitern. Das ist ja, wenn eine Führungskraft ins Unternehmen kommt, alle Augen sind auf die Person gerichtet und auch alle Hoffnungen. Ne? Ist ja auch sehr, sehr häufig. Ja, alle Ängste. Genau, und das Gleiche hat ja auch die Führungskraft. Ich meine, wir sind ja alle Menschen, oder? Also ja. Kann mir keiner erzählen, dass jemand, egal in welcher Position er in ein Unternehmen kommt, dass er da total cool hingeht, als würde er zum Einkaufen gehen. Also mit Sicherheit nicht. Und ich weiß das selbst von mir. Also wenn ich früher den Unternehmer gewechselt habe, hatte ich auch in den ersten Tagen ein komisches Gefühl. Und da waren aber nicht so viele Augen auf mich gerichtet. Mhm. Ja, und das ist jetzt mal ein Thema, ich sag mal, stell dir vor, du bist Führungskraft, ich sag mal, mittelständischem Unternehmen, 500 bis 1000 Leute, irgendwo in der Geschäftsführung oder Bereichsleitung ist ja auch schon ziemlich hoch, hast so, was weiß ich, 50 bis 100 Leute unter dir. Was mache ich in den ersten Tagen? Wie gehe ich überhaupt da rein? Und wie organisiere ich meine ersten 100 Tage und was stecke ich mir für Ziele? Also ich glaube, jetzt können wir wieder 10 Jahre reden. Ja, ich fange vorne an. Ich versuche das mal immer mal wieder ein bisschen. Genau. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt mal die Situation, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass der von außen kommt. Genau, also wir vermitteln jetzt, sagen wir mal, okay. Ich sag mal, also irgendwas, haben wir jetzt ganz aktuell auch im Portfolio, einen Direktor Marketing von Firma A nach Firma B. Okay. Der kommt jetzt zu Firma B. Genau. Und das Erste würde ich mal sagen, wenn er denn die Unterschrift geleistet hat, den Vertrag fertig hat, erst mal freuen. Mhm. Freuen, weil das hat schon mal geklappt und ich hoffe, das ist genau die Stelle oder der Job, den er sich vorgestellt hat. Dass das dann auch zusammenpasst. Ja, ne? Also freuen und genießen, weil vielleicht braucht er später Momente, wo er sich genau daran erinnert. Mhm. Wenn das aber gelaufen ist und ich gehe mal davon aus, das ist ja mehrere Monate vorstellen beginnt. Wie ist das? Genau, das ist mindestens 3 Monate, manchmal sogar 6. Genau. Also 3 Monate ist so der Klassiker. Ja. Und dann ist es bei vielen auch so, gerade die etwas länger gesucht haben, dann geht erstmal so, fällt so eine Last ab. Ne? Weil ich so immer die Erfahrung mache, solange jemand im Suchprozess ist, ist immer so ein Stück weit eine Anspannung, klappt das oder klappt es nicht, dann fällt so eine Last ab und ich sage mal, wenn du in Urlaub fahren willst, dann jetzt. Bei uns ist es ein bisschen anders. Okay. Also die Leute, die wir vermitteln, die suchen in der Regel nicht. Die werden gefunden, und zwar von uns. Wir sind ja Headhunter. Ja. Ne? Und wir kriegen einen Auftrag von einem Unternehmen, wie auch in dem Fall. Wir brauchen dringend einen neuen Marketingdirektor. Der andere ist ausgeschieden oder auch Ruhestand und so weiter. Und das fällt den Firmen ja auch, weil es immer 4 Wochen vorher ein, so in der Regel. So, und so uns ein. Und wir gehen dann auf die Leute los, die sich auf dem Markt nicht präsentieren. Okay, die eigentlich, ich sag mal, 80% der Leute, die wir ansprechen, sagen, ja, eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meinem Job und dann wechseln sie nachher doch. Ne? Und das sind die Leute, die halt
im Prinzip vorher nicht gesucht haben, sondern sich vielleicht noch überlegt haben, Mensch, mache ich das Richtige überhaupt? Ne? Richtig. Also lange Rede, kurzer Sinn, also entweder fahren Sie nach dem Urlaub oder nicht, aber es kommt auf jeden Fall aus meiner Sicht viel, es gibt so die Theorie, dass der neue Job fängt erst mit dem ersten Tag an. Ja. Nein, überhaupt nicht. Fängt viel früher an. Ja, absolut. Eigentlich mit, spätestens mit dem Moment, wo die Tinte trocken ist. Und dann kommen auch so Fragen, wie du gesagt hast, ist das eigentlich so das Richtige? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Habe ich die richtigen Fragen gestellt? Was passiert, wenn sich das als Flop erweist und so weiter? Und dann ist es ganz häufig, dass die Leute so denken, ah, das muss ich verdrängen. Oder sie fangen an, mit dem Umfeld zu reden. Dann kommen da so nette Bemerkungen, ich weiß gar nicht, was du hast, freu dich doch. Also das heißt, da ist dann so der Moment, ich habe ein komisches Gefühl, wie gehe ich damit um? Meine erste Empfindung, das ist zu. Ja? Sprich drüber mit Leuten, mit denen du drüber reden kannst, aber bitte nicht mit Leuten, mit denen du nicht drüber reden kannst. Aber diese Gefühle sind total normal. Mhm. Und wenn ich die nicht zulasse, poppen sie spätestens irgendwann wieder hoch. Und dann geht die offizielle Vorbereitung los. Das heißt, wenn ich das vorher noch nicht geklärt habe, spätestens jetzt empfehle ich meinen zukünftigen Chef, manche kennen den ja noch gar nicht, aber ich empfehle immer, bitte lernen den zukünftigen Chef kennen und bitte zwei wichtige Fragen stellen. Was erwartest du von mir? Das hätte ich eigentlich schon vorher machen müssen, oder? Ja, eigentlich ja, aber ich mache die Erfahrung, dass viele Leute so sehr damit beschäftigt sind, dann doch diesen neuen Job zu kriegen, also ich tue alles, um die Dings zu kriegen, dass so manche wichtigen Fragen nicht gestellt werden. Und wo ich halt sage, nicht so gut, aber dann holen wir es lieber nach, bevor der erste Tag ist. Also was erwartest du von mir? Ne, zum Beispiel. Also das heißt, ich gehe auch mal mit dem Essen oder so. Ja, also das finde ich zum Beispiel ziemlich cool, ne? Wenn ich den mal anrufen würde und sagen, komm, lass uns doch mal jetzt mal das Inoffizielle beginnen und beim Abendessen darüber sprechen, was du eigentlich von mir erwartest. Richtig, ne? Das finde ich richtig. Auch das ist auch eine ganz andere Atmosphäre dann. Ja. Ne? Und auch eine Frage, weshalb hast du dich eigentlich für mich entschieden? Also das ist auch eine coole Frage. Ist, ne? Ja. Da denken, sagen manche Klienten, das kann ich doch nicht fragen. Ich sagte, ja, aber warum denn nicht? Dadurch, der Vorteil ist, wenn ich diese beiden Fragen frage, kriege ich ein bisschen mehr mit, was geht in dem Kopf des anderen eigentlich hervor? Was geht in dem vor? Ne? Und das, welches Bild habe ich denen vermittelt, andersrum, oder welches Bild hat der von mir und habe ich das überhaupt von mir? Mhm. Wenn der mich zum Beispiel einstellt, weil er glaubt, dass ich gut sanieren kann, ich will das gar nicht. Ich will es gar nicht sanieren. Dann ist es hilfreich, das vorher zu wissen. Mhm. Und wenn ich dann erkenne, es passt vielleicht doch nicht, dann ist noch nicht so ein großer Schaden. Manchmal sind ja auch Zweifel, ne? Sagen wir mal, oft sind ja auch mehrere Leute am Tisch. Ich kenne das auch, dass dann, sagen wir mal, wenn es zum Beispiel ein familiengeführtes Unternehmen da ist, vielleicht noch was vom Beirat oder im Familienbesitz ist, dass Leute aus dem Beirat vielleicht noch dabei sitzen, die eigentlich operativ gar nicht tätig sind. Die wollen dann auch wissen, wer kommt jetzt in die Führung, wer übernimmt das Unternehmen. Und die sind sich ja auch nicht alle einig. Ne? Also ich habe auch oft mal die Situation, dass dann 3, 4 Leute diese Person kennengelernt haben und 3 sind begeistert und der 4. hat Zwefel. Richtig. Ne? Wird er dann über die 3 von den anderen überstimmt. Ne? Und dann ist die Frage, wer entscheidet eigentlich? Ja, ja. Ne? Also das ist auf den ganz obersten Ebenen ist genau das wichtig. Also wer ist der Hauptentscheider? Das muss nicht unbedingt der Oberste sein. Und von wem wird der beeinflusst? Ne? Wer ist so der Flüsterer? Wie treffen hier Entscheidungen? Also du merkst schon, das sind ganz so schräge Fragen. In offiziellen Hierarchien verteilt, wo ich jetzt erzählte, Familie ist oft auch nur Geldgeber. Ne? Aber sie entscheiden auch gerne. Ne? Gerade wer an solche Positionen bekommt, sind aber dann im operativen Geschäft auf einmal wieder weg. Den muss man dann halt nur Bericht erstatten regelmäßig. Ne? Wenn du Glück hast. Ich habe auch schon ein paar Fälle, wo sie dann mit mal sich wieder einschalten und Entscheidungen, die der Neue getroffen hat, torpedieren. So, und das sind dann auch klassische Coaching-Fragen. Aber wir bleiben mal bei den ersten Tagen. Welches Bild ich sehr schön finde, wenn ich in ein neues Unternehmen gehe, möglicherweise auf einer Position, die ich so noch nicht hatte, auf jeden Fall oben, da gefällt mir das Bild von der Metamorphose, von der Raupe zum Schmetterling sehr gut. Also sprich, wenn ich erfahrene Führungskraft bin, meinetwegen im mittleren Management, dann kenne ich die Regeln der Raupe aus dem FF. Ich
weiß, wie man sich da verhält, ich weiß, was man tun muss, ich weiß, wie man zu Entscheidungen kommt. Und dann heißt es dann, ja, und jetzt wirst du bald Schmetterling, jetzt kannst du bald fliegen, herzlichen Glückwunsch. Und ganz ehrlich, die Raupe fragt sich in dem Moment, während sie da auf ihre Beinchen guckt, fliegen, was ist das eigentlich? Und die hat im Moment nicht unbedingt nur das tolle Gefühl, weil sie sich in eine vollkommen neue Welt entwickelt. Und ich glaube, das macht total Sinn, sich dieses Bild vor Augen zu halten, dass wenn ich auf ein nächstes Management-Level komme, ich bewege mich in eine andere Welt. Ich werde von der Raupe zum Schmetterling und beim Schmetterling gelten andere Regeln. Die kenne ich noch nicht. Aber wenn ich mit der Idee da reingehe, es gibt andere Regeln, dann kommt das nächste Bild, was ich gerne mache. Stell dir vor, du fährst in Urlaub oder machst irgendeine Reise in ein Land, was du gar nicht kennst. Du steigst auf dem Flieger aus, wie verhältst du dich denn? Ich gucke mich erstmal um. Richtig, du guckst dich um, du nimmst wahr, du beobachtest, wie sagt man sich hier guten Tag, wie schaut man sich an, wie geht es, man ist freundlich hier. Genau, du beobachtest und stellst dich drauf ein. Und du guckst dann, wie gehe ich damit um. Dein Ziel ist ja trotzdem, dich da gut im Urlaub zu bewegen. Aber was du nicht machst, ich kenne mich aus in Köln, ich weiß, wie es geht, ich zeige dir, wo es lang geht. Ne? Warum machst du das nicht? Weil ich mich nicht auskenne. Weil du dich nicht auskennst und weil du genau weißt, du fährst vor die Wand und das wäre das Schlimmste, was du tun kannst, das wäre das Beste, was du tun kannst für einen schlechten Start. Aha. Und das kannst du auch nehmen, wenn du neu in ein Unternehmen gehst. Der größte Anfängerfehler, sage ich, da aufzutreten und zu sagen, jetzt wird alles anders, ich weiß, wie es geht. Und noch schlimmer, in den ersten 100 Tagen, also ich sage jetzt mal gleich, wie es besser geht, aber das Schlimmste, was du machen kannst, in den ersten 100 Tagen in jedem dritten Satz zu sagen, das haben wir bei uns aber anders gemacht. Ja. Warum bist du nicht mehr bei uns, ne? Genau. So, also das heißt, nochmal zurückgespult, Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Ja. Ich komme in eine neue Welt, ich gucke erstmal. Mhm. Und ich weiß, das ist eine neue Welt, die ich nicht kenne, aber die ich ja kennenlernen kann. Indem ich beobachte, indem ich gucke, wer spricht mit wem, warum, wie was ist hinter den Kulissen los? Beziehungsgefüge, vielleicht auch, also es gibt sehr, sehr wenig Literatur zu den Regeln auf dem Top-Management. Wenn man dazu aber was findet, bitte lesen und vorbereiten. Und jetzt springe ich ein bisschen, also wir kommen mal so nah an den ersten Tag, dann macht es Sinn, mit dem Vorgesetzten vorher auch zu sprechen, wie machen wir den ersten Tag. Mhm. Was ich empfehle ist, dass es dann so ein kleines Meeting gibt, wo der Vorgesetzte einlädt und der Vorgesetzte stellt den Neuen vor. Mhm, das das können drei Minuten sein. Ja. Wem? Den anderen Führungskräften oder den Mitarbeitern? Das können alle sein. Das können Kollegen sein, das können Mitarbeiter sein, muss auch kein riesen Bemborium sein. Es geht eher um die Geste. Mhm. Und die Geste ist, möglichst früh, also möglichst am ersten Tag, der Vorgesetzte stellt den Neuen vor. Mhm. Das ist vom Powerplay ist das extrem wichtig, weil dann alle schon mal wissen, okay, der hat also... Der steht dahinter. Ne? Ob es dann so ist, wird man sehen. Aber das ist ein Zeichen. Ne? Wenn ich doch jemanden vorstelle, stelle ich den ja normalerweise auch sehr positiv vor. Ne? Den habe ich auch ausgewählt. Ne? Und außerdem macht es ein bisschen sicherer. Also man kommt da ja hin und kennt ja wirklich gar keinen. Mhm. Also meistens nicht. Und dann stellt er einen vor. So, dann werde ich oft gefragt, ja und was sage ich dann? Ich weiß doch noch nichts. Ich sage, darum geht es ja auch gar nicht. Wir wollen ja wissen, wo du herkommst, was du für ein Typ bist. Ne? Viele haben ja vorher auch schon gegoogelt und selbst irgendwie ihr Bild gemacht. Und dann geht es auch darum, ein gewisses Bild zu vermitteln. Richtig. Und zwar auch ein menschliches, persönliches Bild, würde ich empfehlen. Also das heißt persönlich, aber nicht privat.
Das Gunther trenne ich gerne. Also ich habe ein Beispiel, ich hatte eine Klientin, die ist dann als Geschäftsführerin in ein neues Krankenhaus gegangen, Anfang 50, und war Single ohne Kinder und hat selber sich dafür geschämt. Und hat dann gesagt, darf ich doch sagen? Ich sagte, wenn es Ihnen selber nicht gut geht, dann lassen Sie es weg. Aber Sie können alles sagen, womit man sich gut fühlt. Ich würde nur nicht wahnsinnig prahlen, ich bin die Beste und die Tollste und sonst irgendwas. Trotzdem finde ich es auch ganz gut, wenn man etwas über sich, du sagtest gerade persönlich, aber nicht privat. Wenn ich aber zum Beispiel sage, ich bin so und so viele Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder. Ja. Ich finde, sowas wollen die Leute ja auch wissen, oder? Das würde ich zu persönlich finden. Mhm. Also privat wäre zum Beispiel, ich habe eine ganz schöne Kindheit gehabt. Ach so, ja, okay. Also, klar, also wo ich einfach so denke, muss irgendwie nicht passen. Ne? Und so einen ganz, ganz kleinen Ausblick geben. Und was, also der Klassiker sollte aber auch stimmen, dass derjenige sich freut, jetzt hier zu sein, dass er sich auch freut auf die Mannschaft und auf die Mitarbeiter und dass einfach in den nächsten zwei Wochen er versucht, mit jedem Einzelnen ein persönliches Gespräch zu haben, damit man sich kennenlernt, ein bisschen mehr austauscht. Mhm. Mehr braucht es gar nicht. Mhm. Ja, und dann macht man vielleicht noch einen, keine Ahnung, ob es einen kleinen Empfang gibt oder was, dass man die Leute vielleicht ein bisschen einlädt. Das muss nichts Großes sein. Es geht um die Geste und es geht darum ganz am Anfang. Und dann ist tatsächlich, was ich dann, das Nächste, was ich sage, du hast zwar gesagt, hey, das ist das Thema die ersten 100 Tage und viele haben im Kopf, in den ersten 100 Tagen muss ich was ganz Schönes bewegt haben, weil dann habe ich es geschafft oder nicht geschafft. Auf den obersten Ebenen sehe ich das nicht so. Also ich würde sagen, die Ausnahme ist das erste Jahr. Mhm. Und es macht schon Sinn, in den ersten 100 Tagen oder in den ersten drei Monaten so eine kleine Duftmarke gesetzt zu haben oder eine kleine Spur, so in welche Richtung es genau, geht. Genau, das wäre meine nächste Frage, wie lange beobachtest du und wann steigst du so langsam aus dieser Beobachtungsphase hinaus? Also diplomatisch sage ich jetzt, wie so ein Anwalt, das kommt drauf an. Und das ist ganz stark davon abhängig, was hast du für einen Job? Also ich sag mal, wenn es darum geht, dass du die Rolle übernimmst von jemandem, der in Ruhestand gegangen ist, aber eigentlich läuft es ganz gut, dann lasse ich mir länger Zeit. Mhm. Es kann aber auch sein, dass eine akute Krise ist und Sanierung ist. Alle erwarten was von dir. Genau, und dann kann ich nicht sagen, wir gucken mal 6 Monate, weil dann gibt es mich wahrscheinlich in 6 Monaten nicht mehr. Also da, und dazwischen ist die Bandbreite. Ne? Grundsätzlich sage ich aber, also für die ersten 100 Tage für die ersten 2 Wochen habe ich ein ziemlich volles Programm mit allen, wenn es geht, mit allen Mitarbeitern one-to-one und die wichtigen Schlüsselpersonen im Unternehmen. Mhm. So, das ist jetzt mal so eine Überschrift, da fängt es ja schon an. Wer ist denn das? Genau. Da kann man auch gut mit dem Chef reden. Möglicherweise vorher auch mal das Organigramm geben lassen. Ja, oder der hat ja auch schon manchmal vorher, die Sekretärin des Chefs hat schon manchmal vorher die Termine organisiert, richtig, wenn man in das Unternehmen kommt, damit man direkt in der ersten Woche die wichtigsten Leute kennengelernt hat. Weil irgendwas muss man ja auch tun. Ne? Also wenn das vom Unternehmen kommt, super. Das ist super, ne? Kann man ja auch in so einem Vorgespräch drum bitten. Ne? Man kann dann zum Beispiel sagen, Herr Ex-Wissenschaftler, was würden Sie sagen, welche Menschen sollte ich ganz schnell kennenlernen? Mhm. Das Wichtige für mich, wenn ich neu einsteige, klar, ich lerne meine Mitarbeiter kennen, aber auf den Ebenen geht ja das Networking los. Und die Politik. Ne? Und die Politik. Ich muss diese Leute kennenlernen. Und mit denen gehe ich tatsächlich Mittagsessen, Abendsessen, zu denen stiefel ich nicht ins Büro und sage übrigens, setz mich mal hier eine halbe Stunde hin. Ne? Da geht es um was anderes. Und das ist schon ein ziemlich volles Programm, was ich da in der ersten Zeit habe und mir das irgendwie auch noch alles merken. Aber es ist wichtig. Und ich sollte diese Gesprächsphase 2 Wochen, 3 Wochen, sollte ich das tatsächlich erledigt haben. Und jetzt die Agenda, die One-to-Ones mit den Mitarbeitern. Das ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Das gute Voraussetzung ist, wenn ich mich wirklich für die interessiere. Mhm. Und dann kann ich die fragen, was machen Sie eigentlich? Ne? Womit beschäftigen Sie sich genau? Ich möchte es gerne verstehen. Ne? Was finden Sie daran gut? Mhm.
wenn sie eine Chance hätten, etwas zu verändern, was wollen sie verändern? Genau. Na, schön mitschreiben. Also die eine Klientin, von der ich vorhin erzählte, die hat sich tatsächlich diese 4, 5 Stichpunktfragen vorher aufgeschrieben, ja, hatte diese Leute auch im LinkedIn oder Xing recherchiert. Und dann hatte sie zu jedem noch 1, 2 persönliche Fragen, die sie stellte. Toll. Und sie sagte, das hat einen irre Eindruck. Toll. Na? Toll. Und dann hat sie es auch aufgeschrieben. Ja. Also sie hat vorher gefragt, ja, ist das nicht ein bisschen kindisch, wenn ich das aufschreibe? Sagte ich, nein. Sie nehmen doch ihre Sache ernst. Im Gegenteil sogar, ne? Das Gegenüber hat ja so das Gefühl, der interessiert sich wirklich für mich. Genau. Der schreibt sich das da sogar mit. Ja. Das finde ich total cool. Und dann ist es ganz wichtig, weil da werden dann natürlich auch viele Wünsche abgeladen. Ne? So was die Leute von in den letzten 3 Jahren schon verändert haben wollten, das wird jetzt an den neuen abgeladen. Und dann merkst du ja auch, ob sich einiges wiederholt, ne? Oder ob das nur eine individuelle Geschichte ist. Und oft merkst du ja auch schon, so wer miteinander kann und wer nicht. Ne? So die unterschwelligen Bemerkungen, ja, passen Sie auf vor dem oder was ich Ihnen noch sagen wollte, ne? Passen Sie bloß auf. Ne? Also das Wichtige dabei ist, auch dann nochmal wieder zu sagen, wie geht's weiter? Also deutlich machen, Mensch, danke für die Offenheit und danke, dass Sie auch die Wünsche getragen haben. Aber dazu kann ich im Moment noch nichts sagen. Mhm. Das heißt, ich kann nichts sagen. Keine Erwartungshaltung schüren. Keine Erwartungshaltung, sonst wirst du ganz schnell zum Erfüllungsgehilfen. Ja, genau. Und es wird ein weiteres Gespräch geben. Mhm. Warum, wie gesagt, mehr Agenda ist es gar nicht, aber da erfährst du wahnsinnig viel. Und das, dann, das wenn die Runde durch ist, dann hast du natürlich da fast ein Heft und hast einen sehr, sehr guten Eindruck. Und kannst dann auch gucken, was sind so die nächsten Schritte. Ganz wichtige nächste Schritt ist, ich habe die jetzt kennengelernt und dann, dass ich mir bewusst mache, ich muss die Mannschaft hinter mich bringen. Ohne meine Mitarbeiter bin ich nichts. Mhm. Also, es hört sich jetzt brutal an, aber ich sage, als Führungskraft mittlere Ebene und auch oberste Ebene geht es darum, dass ich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern Ergebnisse erreiche. Mhm. Sprich, gemeinsam mit meinen Mitarbeitern, nicht ich selbst. Mhm. Und wenn ich es nicht schaffe, meine Mitarbeiter hinter mich zu bringen, dann kannst du auch keine Ergebnisse erzielen. Kriegst du keine Ergebnisse. Stimmt. Dann hast du ruckzuck Revolte. Ja? Und das empfehle ich gerne immer im Hinterkopf zu haben. Ne? Also auch wenn ich im ersten Gespräch mit dem One-to-One bin und denke, boah, der ist hier echt ätzend, dann beiß ich mir im Moment auf die Zunge und sage dann, hallo, ich kann im Moment froh sein, dass der so offen ist und sich so zeigt und ich guck mal, was das mit mir macht und in der Gruppe macht. Vielleicht hätte der gerne selber meinen Job gehabt. Mhm. Ne? Und das ist seine Form, das auszudrücken. Weiß ich nicht. Als kennenlernen und ich brauche die Mannschaft hinter mich. So, dann geht es hier oft darum, dass ich Visionen erstellen soll oder Strategien oder operationale Pläne und so weiter. Und da empfehle ich auch jetzt erstmal das No-Go. Viele sagen, nun, jetzt habe ich ja die Runde gedreht und jetzt verschwinde ich mal in meinem Büro, in meinem Elfenturm, entwickle eine Strategie und wenn ich die fertig habe, komme ich wieder. Bis dahin habe ich meinen Mitarbeiter verloren. Nee, die musst du mit einbeziehen. Ne? Na, machen leider sehr viele. Ne? Das ist so, sag ich mal, so ein typischer Anfängerfehler. Sondern dann ist es wichtig, hol die Mitarbeiter rein. Mach dir immer wieder bewusst, die Mitarbeiter sind viel tiefer im Thema als du. Mhm. Egal welches Thema es gibt. Du hast sehr viel Erfahrung aus einem anderen Bereich, aus anderen Unternehmen, aber was konkret in diesem Unternehmen ist, sind die fit. Ne? Und dann ziehe ich die mit an. Ne? Und in der Regel haben die super Ideen. Und ein bisschen böse gesagt, manchmal sage ich auch, die haben bessere Ideen als manche Unternehmensberater. Ja klar, weil wie du sagst, die sind ja tiefer im Thema drin. Die wissen, wie ihr Unternehmen tickt. Und nicht jedes Konzept passt auf jede Firma. Ne? Das hat ja auch was mit der Unternehmenskultur zu tun und ich finde das sehr gut, dass du das sagst, aber ich würde auch eine Auswahl der Mitarbeiter mit einbeziehen, also immer die das Thema betreffen. Logisch, weil ich sag mal, viele Köche verderben den Brei, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme irgendwo hin und habe 35 Mitarbeiter, würde ich jetzt erstmal die Führungskräfte davon, also ich würde jetzt so ein Gremium bilden mit den Teamleitern und wie die das dann wieder mit ihren Mitarbeitern diskutieren, ist dann ihre Sache. Genau, ne? Genau. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass du das sagst. Von der Grobidee meine ich, die Mitarbeiter mit einbeziehen, das heißt nicht alle. Ja, du musst ja irgendwie auch vorwärts kommen. Ne? Ja. Da hast du aber noch was ganz Wichtiges angesprochen, meine Directs.
Ja, achte darauf, das empfehle ich immer, achte darauf, mit den Directs musst du gut können. Mhm. Im Grunde, und was heißt gut? Werde ich oft gefragt, ja, sollen die genauso sein wie ich? Sag ich, nein. Eben nicht. Nein, aber die grundsätzlichen Werte, die sollten sehr ähnlich sein. Ist mir Ehrlichkeit wichtig? Ist mir Zuverlässigkeit wichtig? Das sollte bei den Directs auch sein. Und die Directs kommen dann wieder mit ihren Mitarbeitern klar. Also das heißt, jetzt mal böse gesagt, wenn ich ein paar Mitarbeiter auf der Ebene unter meinen Directs nicht gut finde, ist das erstmal nicht mein Problem. Solange die Führungskraft das ist das Problem der Directs. Jetzt setze ich aber auch mal da an, was mache ich denn, wenn ich schon von Anfang an merke, halt mit dieser Führungskraft komme ich nicht ganz klar, die hat einen anderen Weg vor, wir werden nicht glücklich miteinander. Wann reagierst du? Ich erzähle mal ein Beispiel, das ist ein paar Jahre schon her, hatte ich eine Führungskraft genau in der Situation. 6 Directs, einen davon sagte, wir werden nicht Freunde. Aber die war ja schon da. Und ich habe immer von vorne gesagt, ist ja meistens so, genau, die Directs müssen passen. Sagt er, nein, und es ist doch meine Sozialkompetenz und ich muss das doch auch hinkriegen und den muss ich doch auch einfangen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, er hat 6 Monate probiert. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel graue Haare der gekriegt hat, bis er gesagt hat, es geht nicht, ich tausche den aus. Und dann habe ich ihn gefragt, so, jetzt werden wir mal konkret. Was haben Sie daraus gelernt? Sagt er, Sie haben es ja von Anfang an gesagt, die Directs müssen passen und wenn nicht, muss ich sie tauschen. Und ich wollte einen Extra-Lock und habe gedacht, ich kriege das hin. Ich kriege es nicht hin. Das kriegst du auch nicht hin. Also. Und es ist auch okay. Also weil er immer gedacht hat, es liegt an ihm, wenn er mit dem nicht klarkommt. Aber das hast du eben ja auch schon so schön angesprochen. Das sind ja auch die Werte, die irgendwo übereinstimmen müssen. Ja. Ne? Und wenn die Werte auch so unterschiedlich sind, oder es kann ja auch eine Person sein, die gerne deine Position gehabt hätte und frustriert ist, dass sie die nicht bekommen hat. Das ist genauso wie ein fauler Apfel im Obstkorb. Der steckt die alle mit an und kostet auch, ich finde, unwahrscheinlich viel Energie, wenn du Menschen im Unternehmen hast, die irgendwo aus irgendwelchen Gründen nicht zum Unternehmen passen. Das muss ja noch nicht mal an den Menschen liegen. Ne? Das passt manchmal einfach nicht. Dann sollte man sich trennen. Und ich sage ja immer, hire slow and fire fast. Ja. In dem Moment, wo du merkst, das wird nichts mit uns beiden, treffe eine Entscheidung und im Endeffekt ist es für beide gut. Im Endeffekt ist es für beide gut. Also ich erzähle das deswegen so deutlich, weil das ist der Punkt, wo am meisten rumgeeiert wird. Gerade wenn man neu ins Unternehmen kommt, haben die meisten von denen, ich muss das irgendwie hinkriegen, ich muss damit klarkommen, ich kann doch jetzt nicht sofort das Personal. Ich habe die soziale Kompetenz und ich kriege alle Menschen in den Griff. Ne? Ne? Und nochmal, das heißt nicht, dass der aus dem Unternehmen muss. Mhm. Es heißt, man kann ja auch andere gute Plätze finden. Also ich verfolge gerne die Idee, der beste Mitarbeiter an dem für den besten Platz. Ja. Ne? Aber es passt eben nicht zu mir. Mhm. So. Und es beruht ja in der Regel auf Gegenseitigkeit. Ja. Ne? Und je schneller ich das hinkriege, du hast es eben so schön gesagt mit den faulen Äpfeln, das kostet wahnsinnig viel Zeit, das kostet wahnsinnig viel Energie. Wir haben aber nur eine begrenzte Zeit und Energie und die fehlt mir bei den guten, bei den wichtigen Projekten und bei dem Weg voran. Mhm. Und das passt nicht, das fällt mir ja wieder auf die Füße. Mhm. Also das heißt, da auch gucken, dass die Directs passen. Directs ist auch so ein Thema. Ich habe tatsächlich mal einen Klienten gehabt, der hat mir voller Stolz berichtet, dass er 20 Directs hat. Ja, das funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ein bisschen viel. Aber es gibt es oft. Gibt es oft. Und was sind deine Erfahrungen, was empfiehlst du? Also 6 bis 8 finde ich ideal, im Notfall können es auch mal 10 sein, aber dann ein absoluter Cut. Ne? Also mehr als 8 finde ich eigentlich nicht gut. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, ideal ist 5 bis 7. Mhm. Wenn es tatsächlich direct sind, also wird ja auch, kennst du bestimmt auch, wird ja mal so, sind ja manchmal nur so Statisten oder Stabsstellen, wenn die wirklich gar keinen, ich sag nicht mal, Führungsaufwand bedeuten. Ja, es ist ja auch ganz unterschiedlich, genau wie viel Führungsaufwand die brauchen. Ne? Also sind es Leute, die schon lange sehr selbstständig arbeiten, hast du weniger Themen und dann kommt es auch noch darauf an, wie viele Mitarbeiter haben die denn auch wieder. Genau. Ne? Musst du nur ihn als Person mit 1, 2 Leuten dahinter führen, der hat ja auch weniger, ich sag mal, Probleme in der Regel auch mit seinen Mitarbeitern, genau, wie jemand, der eine große Abteilung hat, wo schon mehr Konfliktpotenzial hat. Ganz genau, das ist auch wieder, also ich sage mal,
so als Hausnummer, ne? Also weil 5 bis 7 oder 8 ist auch, bei 10 würde ich auch sagen Cut und dann diskutiere ich auch nicht mehr. Ne? Also dann sitze ich mit meinen Leuten und sage, okay, jetzt mache Arbeit. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Kunden ist, aber ich habe sehr viele Kunden, die haben also über 10. Ne, also nicht 20, aber so 10 bis 15. Ne? Ich meine, das kostet ja auch alles Geld. Und gerade jetzt in dieser Zeit merke ich, dass viele Unternehmen wieder die eine Hierarchieebene abbauen. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch schon gemacht hast. Und dann auf einmal wieder mehr Leute zu führen sind. Ne? Ja, und das sind ja so die, ich sag mal, die Wellen, die wir haben. Ne? Mal in Ebene weg, dann sind wir ja hierarchiefrei, dann kommt halb und dann kommt agile Führung, dann gibt es gar keine Führungskräfte mehr. Das wäre auch noch ein Thema. Was wir noch mal also sind wir, manchmal muss man gucken, was noch ganz wichtig ist. Ganz wichtig, dass wenn du relativ neu bist in der ersten, in der Runde, und mit deinen Mitarbeitern machst du irgendwann ein Komplett-Meeting auf, dass du sehr schnell deine Spielregeln kommunizierst. Mhm. Da werde ich ganz oft angeguckt. Also das heißt, die Regeln der Zusammenarbeit. Ja. Mhm. Sehr gut. Habe ich auch so ein schönes, also wenn ich nicht weiter weiß, dann gucke ich immer in der Natur. Hol mir Beispiele. Das ist ein unheimlich guter Metapher. Ja. Also, und in der Natur gibt es die frei lebenden Wölfe, nicht die im Zoo, die frei lebenden Wölfe im Wolfsrudel. Und die sind grundsätzlich im Sozialverhalten den Menschen sehr ähnlich. Und die haben ein affengeiles Führungsmodell. Häufig haben die eine Doppelspitze. Wenn du von außen auf ein frei lebendes Wolfsrudel schaust, du erkennst nicht, wer ist hier der Chef. Also es ist kein Getrommel. Und bei den frei lebenden Wolfsrudeln ist es so, die haben 5 bis 7 Spielregeln. Nicht mehr. 5 bis 7 Spielregeln, die gelten für jeden. Vom Opa-Wolf bis zum 3 Wochen alten Welpen. Für alle. Warum? Diese 5 bis 7 Spielregeln, wie du eben sagtest, die regeln oder organisieren die Zusammenarbeit und sichern auch das Überleben. Diese Spielregeln, wenn jeder sich an diese Spielregeln hält, garantieren sie, dass das Rudel funktioniert. Mhm. Ansonsten extrem viel Freiheit. Jeder hat so seine Aufgaben. Kennst du die Spielregeln? Ich sag, also das Wichtige ist, ich kenne die nicht beim Wolf, aber ich übertrage sie immer gerne aufs Dings. Das Wichtige ist nicht mehr als 5 bis 7. Mhm. Na? Mehr kannst du dir nicht merken. Ich sag mal, was ich gerne als Spielregel. Die Form der Kommunikation sollte man klären, also Information, Bringschuld oder Hohlschuld. Mhm. Dann, für mich ist extrem wichtig, Fehlerkultur, also Fehler sind erlaubt, aber das Entscheidende ist, Fehler bitte sofort kommunizieren. Und korrigieren. Ich als und Chef, nicht delegieren. Genau. Ich als Chef habe dann die große Aufgabe, nicht zu explodieren, wenn mir jemand einen Fehler gesteht, sondern zu sagen, okay, und dann gucken wir, wie kriegen wir die Kuh vom Eis. Aber dann kann man gemeinsam auch schauen und den Fehler gleich nicht zweimal. Das ist ja noch cool, wenn mir einer einen Fehler gesteht. Viel, viel schlimmer finde ich, wenn einer einen Fehler vertuscht. Das macht mich immer wahnsinnig sauer. Das ist genau das. Oder wenn ich das dann entdecke, das macht mich sauer. Ne? Das gehört aber für mich zu dieser Fehlerkultur dazu. Mhm. Ich habe es bei meinen Mitarbeitern tatsächlich damals immer so gehabt, ich gesagt, wenn ihr einen Fehler macht, dann sagt ihr mir bitte. Und es ist mein Job, dann souverän damit umzugehen. Es fällt mir manchmal auch nicht leicht, weil ich finde Fehler auch doof. Aber es ist okay. Wenn ihr aber einen Fehler vertuscht und ich entdecke ihn, dann ist eine Katastrophe angesagt. Mhm. Dann haben die mir gesagt, ja, aber warum denn? Warum? Ich würde ja übertreiben. Dann habe ich gesagt, nein, weil mir die ganze Mannschaft gefährdet. Dieser Fehler ist zusätzlich aufgetaucht. Was ist mit denen, die nicht auftauchen? Und alle verlassen sich nämlich auf dich. Mhm. Und dann bist du, haben wir die Brücke, der faule Apfel. Ich muss mich auf dich verlassen können, das finde ich auch ganz wichtig. Und ich muss mich als Führungskraft auch auf meine Mitarbeiter verlassen können. Ich habe überhaupt keinen Bock, das ständig zu kontrollieren. Nein, das darfst du auch nicht. Und ich übertrage ihnen die Verantwortung für ein Thema. Und ich möchte gerne, dass das erledigt wird, ohne dass ich das nachprüfen muss. Genau. Und wenn das Spielregel, sage ich häufig, ist das deine grundsätzlichen Prinzipien, wie du sowieso tickst. Mhm. Was für dich so selbstverständlich ist, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst. Das sind im Grunde deine Spielregeln. Und das ist okay. Also da sind ganz viele für, ja, das darf ich doch nicht, das ist doch egoistisch. Sag ich, hallo, du bist verantwortlich für die Ergebnisse.
Aber bitte mach deine Spielregeln transparent. Und dann, wenn nämlich jemand den Spielregeln nicht entspricht, gibt's Ärger. Dann gibt's Ärger und dann hast du auch eine gewisse Handhabe zu handeln. Ne? Du hast nicht nur eine Handhabe, aus meiner Sicht ist es eine Pflicht. Ja. Also ich sage immer, was ich bei meinen eigenen Leuten immer so mache oder auch gemacht habe, dass ich sage, erstmal die Spielregeln erklärt und dann ist das okay für dich, willst du es auch so, kommt immer ein Ja, Ja. Sag ich Ja. Mhm. Und jetzt gehen wir mal ins Experimentierstadium. Ne? Weil irgendwann passiert ja irgendwas, was schief geht. Und dann gucken wir uns an, wie reagieren wir dann darauf, wenn die Spielregeln nicht eingehalten werden. Und erst dann wird es spannend. Und da sage ich mal, als Faustformel, da kannst du ein, maximal zweimal darüber nochmal diskutieren. Du wirst aber bitte, das ist so, da bin ich jetzt ein bisschen streng, würde ich sagen. Du stellst aber nicht deine Spielregeln in Frage. Nein. Du ziehst aber dann die Konsequenz. Du musst, also du darfst die Konsequenz ziehen. Bei den Wölfen ist es sogar so, wenn dort ein Wolf aus dem Wolfsrudel für sich erkennt, er kann die Aufgaben nicht mehr erfüllen und kann vielleicht auch die Spielregeln nicht mehr einhalten. Nehmen wir mal an, das ist ein ganz alter Wolf, der keine Zähne mehr hat oder irgendwie sowas. Dann kommt er proaktiv zum Wolfsrudel, zum Chef und bietet freiwillig seinen Austritt an. Als ich das gehört habe, ist mir das heißt, er bringt sich selbst um, oder? Nein, er bietet freiwillig, also bei den Wolfsrudeln ist es so, dass das Wohl des Rudels steht über dem Individuum. Mhm. Und wenn das Individuum sagt, hey, ich habe keine Zähne mehr, ich kann für euch, jetzt als Beispiel, ich kann keine Hasen mehr jagen oder ich bin zu langsam, dann sagt er, du, ich glaube, ich passe da nicht mehr rein. Und dann entscheidet das Rudel, was damit passiert. Okay. Und das Rudel kann auch sagen, ey, ich ziehe mal mit durch. Mhm. Aber wir wissen, jagen ist nichts mehr für dich. Und da, also... Tolle Metapher, ja. Und es funktioniert wirklich. Also es sind so die neuesten Forschungen so von es gibt ja Wolfsrudelforscher. Und als ich das gehört habe, cool, habe ich gedacht, boah. Also und deswegen funktioniert immer das freilebende Wolfsrudel. Ne? Manche sagen, ja, aber die im Zoo, die sind ganz anders. Nee, das sind auch keine freilebenden. So, und damit sind wir beim Thema Spielregeln. 5 bis 7 sagen, ich hatte einen Geschäftsführer, der war schon 15 Jahre Geschäftsführer und sagte dann, ich habe die Spielregeln noch nie kommuniziert. Darf ich das? Oder macht das überhaupt noch Sinn? Wahrscheinlich gibt es die, jeder weiß die, nur keiner hat darüber gesprochen, oder? Wahrscheinlich. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich finde, machen Sie es doch transparent. Also machen Sie sich selber erstmal bewusst, was sind die 5 bis 7 und dann erzählen Sie den Leuten. Nach hinten geht es nicht los. Und dann hat er tatsächlich auf der Weihnachtsfeier, ich habe auch gedacht, es wäre vielleicht ein bisschen schönerer Moment auch möglich, aber er hat die Weihnachtsfeier genutzt, seine Spielregeln zu kommunizieren. Es hat eine phänomenale Wirkung gehabt. Er hat die Rückmeldung gekriegt, dieses Unausgesprochene wurde mal kommuniziert und die Leute hatten Orientierung, woran sie sich halten können und woran nicht. Und das hat zu enormer Entspannung geführt. Mhm. Und deswegen kann ich sagen, also ich empfehle natürlich bei einer neuen Position die Spielregeln einzubringen. Ja, aber wenn es nach 5 Jahren ist, geht's auch. Aber es ist auch ein ganz wichtiger. Aber auch mit jedem Mitarbeiter auch seinen Aufgabenbereich nochmal abzuchecken, ja, die Erwartungshaltung zu kommunizieren an den Mitarbeiter. Es muss ja nicht die gleiche sein, die der vorherige Chef hatte. Ne? Ich kann ja eine ganz andere Erwartungshaltung an meinen Mitarbeiter haben. Und das auch ziemlich deutlich auf den Punkt zu bringen, ziemlich deutlich zu sagen, hey, ich bin jetzt neu hier und dein Job ist das und das und ich erwarte von dir das und das. Ne? Und das finde ich auch andersrum ganz wichtig, wie du auch eben sagtest richtig, dass die Führungskraft, die neu eintritt, auch wieder bei der eigenen Führungskraft nachfragen muss, was sind denn deine Erwartungshaltungen an mich? Ne? Das muss ja irgendwie übereinstimmen und noch viel besser ist es, man macht es eher im Vorstellungsgespräch, ne? Damit man überhaupt weiß, ob man diese Erwartungshaltung erfüllen kann, ob das überhaupt mit den eigenen Werten auch übereinstimmt. Richtig, und wenn nicht, also jetzt mal böse gesagt, im Zweifelsfall gibt es eine Probezeit. Ja. Also denke, das wirst du auch häufiger hören. Ich habe in den letzten Jahren öfter mitgekriegt, dass Leute dann gesagt, also ich glaube,
drei Viertel aller neu eingestellten, nee, nicht drei Viertel, 38% aller neu eingestellten Führungskräfte überleben die ersten 18 Monate nicht. Nicht im Sinne, dass sie gefeuert werden, sondern viele gehen auch. 18 Monate ist ja auch schon viel, das sind anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Aber ich sag mal, wir haben auch schon einige, die die ersten 6 Monate entweder selber gehen oder auch nicht überleben. Ne? Das sind keine, sind vielleicht 10% ungefähr. Ja. Ne? Nicht nur Führungskräfte, sondern insgesamt. Ja. Ne? Man sagt schon, die 10% überleben oder wollen auch nicht in dem Unternehmen bleiben. Überleben die Probezeit. Genau, und ein wichtiger Punkt ist, das wirst du bestimmt auch häufig hören, dass dann die Führungskraft sagt, mir ist im Vorfeld was ganz anderes erzählt und versprochen. Ja, klar, das ist total oft. Und dann fühlen die sich getäuscht. Total oft, weil der Job wird ja auch verkauft. Ne? Also sagen wir mal, ich will vielleicht eine gewisse Position, Person auf dieser Position haben. Ja. Ne? Und verkaufe mein Unternehmen natürlich immer in den leuchtenden Farben. Ich mache das eher umgekehrt. Also wenn ich Mitarbeiter suche, ich hab irgendwann damit angefangen und ich finde das richtig cool. Und ich schilder denen immer das Schlimmste, was auf sie zukommen kann. Genau. Ne? Ja. Ich bin ja auch keine einfache Person. Ich bin ja auch sehr direkt. Ne? Und als ich jetzt meine aktuelle Assistentin gesucht habe, also mir ist wichtig, dass sie immer für mich da ist. Ne? Das klingt natürlich so, als ob die morgens um 6 mich schon wecken muss und abends um 12 ins Bett bringt. Ne? Klingt so. Ist aber nicht. Ne? Aber ich sage ihr, wenn ich dich morgen um 6 rufe, möchte ich, dass du kommst. Und wenn ich möchte, dass du abends um 10 Uhr mit mir noch irgendwo bist, dann möchte ich, dass das kein schlechtes Gewissen haben. Ne? So, das kommt ganz, ganz selten vor. Aber wenn es dann vorkommt, dann weiß ich, die macht da mit. Ja. Ne? Und die freuen sich dann, wenn sie dann anfangen, oder, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Aber in dem Moment, wo die mir schon sagt, ach nee, 6 Uhr ist mir zu früh. Und hatte ich mal eine Mitarbeiterin, die sich auch auf diese Stelle beworben hat bei mir, wollte unbedingt meine Assistentin werden. Ja, das ist in den ersten 2 Wochen schon gescheitert, weil sie da zweimal morgens um 7 Uhr zu mir kommen musste. Und hat sie gesagt, nee, 7 Uhr ist mir zu früh. So what? Aber dann war das auch wieder, wie du eben sagtest, dann ist sie wieder in ihre alte Position zusammengegangen und dann haben wir halt gemerkt, das passt nicht. Ne? Richtig. Und das ist ja auch alles in Ordnung. Ne? Absolut. Also man muss einfach sehr offen sein. Und ich finde auch ganz, ganz schlimm, wenn das Unternehmen anders geschildert ist, wird, als es ist. Aber manchmal ist es ja auch so, dass es anders gesehen wird. Das habe ich auch schon mal, dass der, ich sag mal, die Führungskraft aus dem ersten Bewerbungsgespräch mit einer Person etwas anderes mitnimmt, als aus dem zweiten Bewerbungsgespräch mit anderen Personen. Ja. Ne? Und ich hatte auch vor einiger Zeit meine Führungskraft, die rief mich an, nee, da fange ich nicht an, die sind sich alle untereinander nicht einig. Die haben eine ganz andere Erwartungshaltung an mich, da komme ich nicht mit klar. Ne? Wenn da, ich sag mal, inhabergeführtes Unternehmen, 3 Inhaber, alle 3 haben unterschiedliche Vorstellungen, teilen mir diese mit, ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Ne? Das ist natürlich auch ein großes Thema und das finde ich ganz, ganz wichtig, was du eben gesagt hast, definitiv für alle, die sich bewerben, klärt das im Gespräch. Was sind eure Erwartungshaltungen an mich? Und dann auch an die einzelnen Gesprächspartner, die irgendwann mal auch irgendwo Einfluss auf mich haben. Also sei es die Inhaber, sei es der CEO oder wer auch immer, der auch eine Erwartungshaltung an mich stellt. Und kann ich die erfüllen? Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, sind die alle identisch? Passen die irgendwie ineinander? Wie so Zahnrädchen, ne? Oder sind die alle ganz anders? Also ich sag mal so. Der eine will sanieren, der andere will aufbauen, ne? Zum Beispiel. Richtig, ne? Die sollen alle die gleiche Person haben. Und was ich so ganz wichtig finde, wenn es um eine, das passt eigentlich eher so in deinen Bereich, aber manchmal auch in meinem, wenn es darum geht, dass ich in eine neue Position komme, mich bewerbe, ein Angebot kriege, wie auch immer, also es geht um den Wechsel, ne? Dann machen die meisten, fokussieren sich darauf, ich tue alles, um den Job zu kommen. Und da sage ich, versuch es doch mal, dass die ganze Bewerbungsphase, das Wichtigste sind die Gespräche, die Unterlagen sind, glaube ich, auch wichtig, aber am meisten kriegt man über die Gespräche raus. Absolut. Und versucht in den Gesprächen 2 Sachen rauszukriegen. Das eine, passen wir zusammen? Also Absolut. Mindestens zu meinem Chef. Ja, ja. Das zweite, nutzt die Gespräche, in jetzt herauszufinden, was später auf mich zukommt. Ja, genau. Ja. Ja. Und ich hatte eine Situation mal, ging um eine große, tolle Position in einem Konzern. Es hat sich, glaube ich, über ein Dreivierteljahr hingezogen. Irgendwann hatte er es an seinem Vertrag. Dann sagte ich, wie kommst du mit deinem Chef klar? Dann sagte ich, meinte er so, weiß ich nicht.
Mein neuer Chef fängt erst einen Monat nach mir an. Oh, ja, das gibt's aber oft. Ne? Ja. Da habe ich so gedacht, oh, das ist ein extrem hohes Risiko. Also, okay, der war aber bekannt, ne? Ach, der war also, also für das Unternehmen war es bekannt, wer das sein würde. Ne? Aber der Kandidat hat seinen zukünftigen Chef tatsächlich erst einen Monat kennengelernt, nachdem er angefangen hat. Ich meine, es kann ja auch immer passieren, dass wenn du angefangen hast, der Chef wechselt. Das kann ja auch sehr schnell passieren. Also du kannst eigentlich nicht davon ausgehen, dass derjenige, mit dem du das Gespräch führst, auch danach langjährig dein Chef ist. Ne? Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir mache ich die Erfahrung, dass ungefähr in der Hälfte der Fälle von dem Moment, dass die Zusage ist, bis zu dem Moment, dass man anfängt, würde ich mal sagen, im Drittel der Fälle ändern sich schon mal die Rahmenbedingungen. Absolut. Und dann nochmal von dem Moment, wo man anfängt, das erste halbe Jahr, ändert sich nochmal ein Drittel. Personalkarussell, Leute, die zugesagt wurden, werden doch nicht zugesagt. Statt rechtsrum will man jetzt doch nach linksrum. Statt investieren wird man sparen. Also das finde ich schon auch für die Leute nicht einfach. Aber ich bleibe dabei, wenn man möglich auch mehr als ein Vorstellungsgespräch, wenn man diese Zeit nutzt, versucht rauszukriegen, was erwartet mich vor. Ja. Und wirklich mit diesem Bauch zu. Ja, ja klar, man hat ja keine andere Chance. Ne? Nee. Ändern kann sich's immer. Und du kannst ja nur den Moment aufnehmen und im Moment entscheiden. Und ich sag mal, wenn du dann irgendwann merkst, es ist nicht das Richtige, dann musst du das sinkende Schiff verlassen. Ne? Oder wenn du dich nicht wohlfühlst, weil dann kannst du auch keinen guten Job machen. Nee, und da sind wir dann im Punkt, erste 100 Tage, ja, die Messlatte geht natürlich länger, aber du wirst natürlich an deinen Ergebnissen gemessen. Eine Frage habe ich noch, wir quatschen uns. Ja, ich glaube auch. Sollte ich mir für die ersten 100 Tage ein Ziel setzen? Mit Sicherheit, sage ich jetzt mal. Aber welches Ziel sollte ich mir für die ersten 100 Tage setzen? Du hast zwar gesagt, so richtig agieren kann man erst oder man kann erst sehen, wie es funktioniert nach einem Jahr oder 18 Monaten, aber die Leute wollen ja was von mir sehen. Ne? Und ich will ja selber auch irgendwas bewegen. Ja. Ich habe ja keine Lust, mich da nur hinzusetzen und zuzugucken und leichte Duftmarken zu setzen. Sollte ich mir ein Ziel setzen und was sollte ich mir auf jeden Fall zum Ziel setzen? Auf jeden Fall. Wir hatten vorhin den Sprung, ich habe so gesagt, kennenlernen die ersten 2-3 Wochen und dann habe ich nur noch von 3 Obertagen gesprochen. Dazwischen liegt ja was. Ja. Und da in dieser Zeit, ich finde in den ersten 100 Tagen ist es wichtig, sogenannte Quick Wins. Das heißt, schon, das sind noch ein bisschen mehr als Duftmarken, aber wo schaffe ich es mit vergleichsweise wenig Aufwand schon mal in so eine Richtung zu stoßen. Wenn man merkt, da fehlen wichtige Positionen oder wichtige Personen, schon mal in Richtung zu gehen, dass man nochmal Leute einstellt, also sprich, die dich beauftragt. Oder wenn Beratungsbedarf da ist, schon mal vorfühlen, wer ist denn an Unternehmensberatung halt da. Oder Kooperationsverträge schließen oder etwas Offensichtliches, was einem einfällt, schon mal als Idee reinbringen. Also schon sich zeigen. Mhm. Aber ich glaube, das Wichtige ist, in den ersten 100, außer man ist im Sanierungsbereich, ne? In den ersten 100 Tagen nicht versuchen, die Welt auf links zu drehen. Was ich schon wichtig finde, weil ich werde ja auch gemessen an meinen Mitarbeitern und ich kann nur so gut sein wie meine Mitarbeiter, in dem Fall also meine direkten Führungskräfte wieder, dass ich checke, mit wem kann ich es versuchen und mit wem kann ich nicht. Weil das finde ich extrem wichtig und auch gewisse Signale zu setzen an die Führungskräfte, ne? Dass man also wirklich auch ganz offen ins Feedback geht und sagt, hör mal, passen unsere Wege zusammen? Wie siehst du das? Kannst du dich da anpassen, wenn es nicht passt? Ne? Und dass man da auch schon nach den ersten 100 Tagen, ich finde, ist ja schon eine große Zeit, mehr als 3 Monate, dass man da schon für sich weiß, halt, das sind jetzt meine Keyplayer, auf die kann ich setzen und da muss ich nochmal nachbessern, gegebenenfalls auch einen Austausch vornehmen.
Genau. Ach so, eben sagt es nicht ein Jahr warten, oder heißt. Genau, und ich habe gerade gesagt, wieso bin ich da jetzt gar nicht drauf gekommen? Nee, weil ich die andere Perspektive sah. Mhm. Also die, die mich einstellen, die wollen natürlich auch in den 100 Tagen was sehen. Und denen ist es jetzt egal, denen ob ist ich egal, sage, es funktioniert oder nicht. Aber es ist ein ganz wichtiger Part. Und wenn wir das nochmal verfeinern, würde ich sagen, es gibt zwei Stationen, wo ich genau was ich mir genau überlegen sollte, nach den ersten zwei Wochen, also nach dem ersten Tag, nach den ersten zwei Wochen, für mich schon mal eine erste kleine Bilanz führen. Mhm. Fühle ich mich hier wohl oder nicht? Ich mache die Erfahrung, dass die meisten Leute, die sich unwohl gefühlt haben, das eigentlich in den ersten zwei Wochen schon wussten. Mhm. Und das auch ernst nehmen. Sowieso, ich war schon mal nach einer Woche. Manchmal weiß man es nach zwei Tagen. Aber ein Klient von mir, der sagte, nach zwei Wochen wusste ich, das war eine Fehlentscheidung. Und habe gesagt, ich muss jetzt zwei Jahre durchhalten. Das war aber anstrengend. Ja, manchmal ist es auch so. Manchmal ist es auch wirklich gut für die Vita. Ich sag mal, zwei Jahre finde ich ein bisschen lang, aber eine Weile, wenn man irgendwann mal seinen Traumjob, ich sag mal, von einem Experten in die Führungsebene bekommt und dann nach zwei Wochen aufhört, das kommt nicht gut, ne? Nee. Und man kann alles, also ich sag mal, wenn man nach drei Monaten, nach zwei Wochen, ehrlicher Check, fühle ich mich hier wohl oder nicht wohl, ich muss noch keine Konsequenzen ziehen. Aber ich sollte das für mich ehrlich beantworten. Nach drei Monaten, wenn ich halt merke, das passt so gar nicht, finde ich, kann man sehr wohl in den ersten drei Monaten auch die Konsequenzen ziehen. Da bist du eher der Profi. Aus meiner Erfahrung kriege ich das auch relativ gut diskutiert. Es hat die Chemie nicht gepasst, die Vorstellungen gehen unterschiedlich. Und ich glaube, da wird ist auch ja völlig legitim. Ne? Genau. Wenn ich mit dieser Begründung nach neun Monaten komme, wird es, glaube ich, schon schwieriger. Mhm. Ne? Und nach drei Monaten, da stimme ich dir vollkommen zu, fände ich es ziemlich gut, dass ich für mich sehr klar weiß, bei den Directs, mit denen geht's nicht. Mhm. Die muss ich wechseln oder tauschen. Und wenn es eine komplette Organisationsumstellung ist, sollte ich bis dahin mindestens eine konkrete Idee haben. Mhm. Also, dass ich auch weiß, wo geht die Reise hin, und dann muss ich ja in der Zeit in der Regel auch schon fette Budgets verhandeln. Wow, das war ganz viel Content, liebe Gudrun. Ich glaube, wir könnten noch Stunden machen. Wir machen jetzt einfach über ganz, ganz viele Themen. Ich danke dir ganz doll, dass du dabei gewesen danke bist. Für die Einladung. Du hast sicher für unsere Hörerschaft oder auch diejenigen, die YouTube schauen, sehr, sehr viel wertvollen Inhalt gebracht. Und herzlichen Dank, dass du da warst. Das hat echt für mich auch sehr geschlossen. Dann für euch, wenn ihr mehr über Gudrun erfahren möchtet, sie auch vielleicht mal buchen möchtet. Gudrun, möchtest du noch ein bisschen was erzählen, wo man dich findet? Du meinst, wo man mich im Internet findet? Zum Beispiel. Genau. Also wenn man meinen Namen eingibt, Gudrun Happich, H wird geschrieben, H-A-P-P und ich wie du. Galileo, Institut für Human Excellence. Genauso wie Regina bin ich in Köln. Und auf sämtlichen anderen Profilen auch. Man kann ein bisschen was lesen. Ich habe vier Bücher rausgebracht zum Thema Führung, zum Thema wie ich meine Idealposition finde, Coaching im Mittelstand mit Kollegen zusammen und auch ganz spannendes Thema Frauen in Führungspositionen, auch mit anderen Kollegen zusammen. Dann habe ich meinen Leistungsträger-Blog, da kommen jede Woche kommen Artikel raus rund um das Thema, was meine Führungskräfte so interessiert. Und ganz frisch der Podcast Leben an der Spitze, da bin ich gewonnen. Der ist schon richtig gut, ne? 29. April, glaube ich, da bin ich so von der Raupe zum Schmetterling am Pferden. Aber ich habe mir Folgen angehört, also ich fand die richtig, richtig gut. Also hört euch das unbedingt an. Wir verlinken das aber noch in den Shownotes und ja, ich denke, man findet dich. Ne? Und du hast ja auch einen wunderbaren Namen, Gudrun Happich, den kann man sich auch sehr gut merken. Also ihr Lieben, macht's gut, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund.